Okay. Ah, Kacke, ey. Das ist halt so die Scheiße, wenn man Nationalspieler hat. So, hallo Leute und willkommen zurück. Wir sind hier stehen geblieben beim Spiel hier FC Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Wir sind hier in der Veltins Arena auf Schalke in Gelsenkirchen. Und ja, wir müssen heute ohne den lieben hier Dings spielen. Und ja, wir sind immer noch ein Punkt vor Bayern. Halt jetzt hinter Bayern, aber ein Punkt hinter Bayern. Aber wir haben ja das Spiel noch nicht gespielt, so. Wir müssen heute ohne den lieben Poulsen spielen, da er sich in einem Testspiel verletzt hat. Ja, beste Abwehr. Und Schalke ist die zweitbeste Abwehr, wow. Okay, das heißt, Spiel der besten Abwehr. Ja, Niklas Beck spielt wieder. Wir müssen heute ohne den lieben Poulsen spielen, da er sich in einem Länderspiel einen Leistenbruch zugezogen hat. 4 Monate oder Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Monate. Fällt er aus. Scheiße. Ist schön scheiße für mich. Aber egal, ich hab ja Julian Brandt, ne? Und Hanik, Gamezocker und Decoy. Apropos Bruch, beziehungsweise wieder verletzt oder halt wieder fit. Lukas Hiebe ist wieder fit, aber nicht hundertprozentig, weswegen er nicht von Anfang an spielt, ja. Und Naldo, der wurde ja. Über den wurde ja vom Trainer der Berliner nicht so gut geredet. Oder als. Der Trainer hat sich halt ein bisschen lustig bei ihm gemacht. Man kann es als Lob ansehen, aber. Ne? Naldo ist so scheiße dicht wie die Berliner Mauer. Kann man jetzt ansehen, kann man jetzt selbst urteilen, wie man das mit dicht bezeichnet. Ob er halt betrunken ist oder halt wirklich nichts durchlässt. Aber die Medien mussten es natürlich wieder ausschlachten und Julian Brandt, der kam da nicht wirklich hinter. Ja, Schalke gegen Hertha BSC, das ist ja eigentlich so ein kleines Spitzenspiel. Ja, Naldo, der rastet richtig aus. Hallo? Also, der hat sich gerade so gar nicht unter Kontrolle. Ja, Jonas Hector, der hat eigentlich nichts zu suchen, der Ball. Und Jonas auch nichts. So, Gamezocker jetzt. Ja, aber Naldo, der ist hier sehr konzentriert heute. Der hat sich die anderen Spiele angesehen und weiß, wie man es in der Abwehr nicht machen soll. Und der Mann, der weiß ja, wie er hier verteidigen soll. Also, da hat Schalke schon einen guten Abwehrspieler hinten. Der hier auf jeden Fall, auch auf jeden Fall den Berlinern hier das Leben zur Hölle machen wird. Sandy Sam. Ja, Naldo jetzt. Und ich habe gesehen, Naldo hat ein Tor gemacht, aber ich wusste halt nicht wo. Also gegen wen und wann und wieso. Deswegen, also war ich ein bisschen überrascht. Vielleicht ein Eckballtor. Ein Kopfball nach einer Ecke. Keine Ahnung, Sydney Sam auf jeden Fall jetzt. Und Berlin hier mit dem Einwurf. Ja, Maxendo spielt auch mal wieder. Und Choupo-Moting. Ah! Niklas Blake. Niklas Blake. So, Decoy. Gamezocker. Mark Goldman. Ha. Und Johannes Geis. Klaas-Jan Huntelaar auf Choupo-Moting.
Ja, Schalke ist nicht immer so ein leichter Gegner. Deswegen meinte ich ja, dass das Spiel auf jeden Fall ein Spitzenspiel wird, weil wir sehen hier hoffentlich ein sehr gut sehr technisch basiertes Fußballspiel mit sehr vielen schönen Pässen, außer hier diesen Pass. Oh! Letztendlich kommt es halt hoffentlich nur auf die Disziplin an. Und im Moment versagt halt Berlin auf ganzer Ebene. Also Berlins Disziplin. Sie verlieren halt ziemlich oft den Ball. Ah, Naldo, sehr schön. Ja, Naldo jetzt wieder am Ball. Und ich glaube, der Trainer Adolf Vogt hätte den Löwen Naldo nicht wecken dürfen. Also, wie Naldo im Moment spielt, so habe ich den schon lange nicht mehr gesehen. So, Gamezocker jetzt. Und Gamezocker, der geht extra einen großen Bogen um Naldo. Und Max Andrews 1-0. Max Andrews 1-0. Sehr schön. 31. Minute, da sehen wir den Berliner Block. Und ja, Gamezocker lief extra einen großen Bogen um Naldo. Und dann ein einziger Fehler von Naldo und beziehungsweise von der Schalke Abwehr. Da konnte einfach Max Andrews so leicht stehen, so leicht frei rumlaufen. Hatte die ganze Freiheit, ne? Und dann macht halt Berlin das 1-0. Da spielt man Max Andrews wieder von Anfang an. Und dann macht er es direkt. Dann belohnt er direkt seinen Trainer für das Vertrauen. Naldo. Ja, Geis. Aufgucke. Und ich frage mich, wo eigentlich Embolo spielt gerade. Also, wieso er gerade nicht auf dem Feld ist. Ja, Jannis Hanek, der ja eigentlich aus der Schalke-Jugend kommt. So viele Leute aus der Jugend, aber einer der wenigen, der aus der Berliner Jugend auch kam, ist halt Decoy. Der spielte von Anfang an bei Berlin. Ja. Sydney Sam. Max Meyer. Und Schalke natürlich hier mit mehr Ballbesitz, aber das ist halt ein typisches Schalke-Spiel. Die haben meistens mehr Ballbesitz. Und es gibt den Freischuss für Schalke. Foul von Max Andrews. Ja, Naldo, der haut den Ball erstmal nach vorne. Aber Max Andrews hier schön mit dem Kopfball. Und Jannis Hanek. Ah, gucke. Sponjo. Periodisch. Na, ja, Jannis Hanek, sehr schön. Jannis Hanek, aber Fährmann liegt ja da sehr schön dazwischen. 0 zu 1 für Berlin in der ersten Halbzeit hier gegen Schalke. Ist schon ein kleines Wunder. Ja, Patrick Gamezocker, Klaas-Jan Huntelaar, beide Captain hier, können endlich in die Pause. So, zweite Hälfte beginnt. Und mal sehen, was der Schalke-Trainer jetzt hier gemacht hat, was er hier geändert hat an seiner Taktik, denn irgendwas ist ja falsch. Weil sonst wird ja Berlin nicht führen.
Aber im Moment spielt halt Schalke genauso wie in der ersten Hälfte. Lange Bälle. Also das hat der Trainer schon gesehen, dass die langen Bälle wirklich effektiv hier sind gegen Hertha. Sponjo geht da sehr schön dazwischen gegen Sydney Sam. Und Koke, nee, Nastasic, Dennis Aogo, Choupo-Moting, ja, Mark Goldman, aber Ralf Fährmann. Und der haut den Ball jetzt erstmal weit nach vorne. So, Tariolisch, Choupo-Moting, Dennis Aogo. So, Choupo-Moting. Sehr schön von Jonas Hector dazwischen gegangen. Ja. Johannes Geis. Oh! Schalke hier mit einer großen Chance, die sie leider nicht nutzen konnten. Mark Goldman. Und ich frage mich, wann wir das letzte Mal eigentlich ein Gegentor kassiert haben. War auch schon einige Zeit lang her. Ich glaube gegen Wolfsburg. So, und jetzt Johannes Geis. Aber der Ball geht übers Tor. War eine gute Idee. Aber naja, die Umsetzung, die war halt kacke. Und die Umsetzung zählt ja immer beim Fußball. Tariolisch, Gamezocker und Fährmann geht da sehr schön dazwischen. Julian Brandt, aha, Johannes Geis. Und der geht da perfekt dazwischen. Klaas-Jan Huntelaar. Ja, Choupo-Moting. Na, Klaas-Jan Huntelaar, Sydney Sam. Und das gibt hier den Elfmeter. Das gibt hier den Elfmeter für Schalke 04. Choupo-Moting soll ihn anscheinend schießen. Oh, und er schießt ihn perfekt rein. 1 zu 1. Und da bekommt Bellini wieder ein Tor rein. Choupo-Moting schießt den Elfmeter perfekt. Niklas Blake versucht da unten rechts da hinzuspringen, aber oder springt dahin, aber der Ball ging nach oben. Also die Ecke, die hatte er ja schon, also die Richtung. Und Dennis Aogo, es gibt hier einen Eckball. Jetzt will natürlich Berlin hier wieder die Führung, das ist klar. Ja, Dennis Aogo. Ja, Sponjo, aber Fährmann. Und im Moment ist die zweite Halbzeit für Schalke viel, viel besser. Ja, Meier. Sydney Sam. Sydney Sam, aber Sponjo, der geht da sehr schön dazwischen. Ah, Naldo. Und Johannes Geis. Dennis Aogo. Sorry, ich muss jetzt einfach mal wechseln kurz. Okay, warte, machen wir es so. Oh, Kacke. Und der Pum, der haut hier erstmal einen Eckball raus, einen Einwurf raus, so. Eckball ist es nicht, das ist ein Einwurf. Sydney Sam, Sponjo. So. Gibt hier einen Einwurf für die Schalker.
Ja, Flanke in die Mitte. Ah, Klaas-Jan Huntelaar. Oh, Niklas Blake. Das war gefährlich. War sehr gefährlich. Ach, Dennis Augo. Choupo-Moting. Und für Schalke wäre das Unentschieden natürlich sehr gut. Leute, das. So, Tari Olesch. Patrick Gamezocker. Ach Mann, Naldo, ey. Di Santo ist jetzt auf dem Feld. Klaas-Jan Huntelaar. Kein Foul, aber oh, der steht da im Weg. Der steht da für beide im Weg. Berlin und Schalke scheitern an Huntelaars Körper. Di Santo. Ach Mann. Ja, gelbe Karte für Tari Olesch. Ach Mann. So, Niklas Blake. Ja, na. Mann! Sydney Sam. Sieht hier aus, als würden wir wieder mal ein Unentschieden spielen. Sydney Sam. Niklas Blake. Was wäre es hier sogar? Eine Niederlage. Und das sieht schon. Ach Mann. Naldo. Ja. 1:1, wir sind zwar immer noch vor Bayern, aber es wird hier langsam knapp. Wir müssen jetzt hier wieder gewinnen.